sind der Pfaffi-Pets. Dies ist die Geschichte einer toten Sprache und wie man sie wiederbelebt. Wie man damit durchs Abitur kommt, auf die Bühne, ins Fernsehen, auf die größten Festivals Deutschlands, bis nach Japan und irgendwann wieder zurück. Ist Rap auf Plattdeutsch. Ich mach einen guten plattdeutschen Rap. Ja, ein bisschen oldschool-mäßig, ein bisschen mehr Rang, vielleicht ein bisschen mehr Bewegung drin. Ich mach eine gute Party auf jeden Fall, wenn die dabei sind, wenn die einfach am Start sind, ist einfach geil. Auch auf den Norden, das muss man einfach durchleben. Ich glaube, dass die 50 Pens zumindest aus der sehr engen Sicht der plattdeutschen Kultur durchaus die Krachfunktion von den Rolling Stones haben. Platt ist es prokoptische Mömme, Menschen, Schi. Platt ist nicht bloß Haven, hey, Golden Bobes, Mö. Platt, Burnock, ignore dem, ich küssten Nebel, Sö. Platt, wie smagt Över. Dass auch das, was die Stones ja in die Musikgeschichte hineingetragen haben, dass das ja aufgenommen wurde und von vielen, vielen anderen übernommen wurde, das können wir heute gar nicht mehr wiederfinden im Einzelnen. Aber diese Wirkung wird sicherlich von den 50 Pence ausgehen. Ja, nee, also ist ja völlig, völlig klar, dass das, was wir so erlebt haben und was wir immer noch erleben und was Leute in uns sehen, dass das komplett absurd ist. Wir versuchen ja jetzt auch im Zuge dieser Recherche hier hinter dieses Mysterium zu kommen. Was ist eigentlich passiert? Ja, was ist eigentlich passiert? 15 Jahre auf die Fans, was ist eigentlich passiert? Zu Schulzeiten war das ja eigentlich nur so ein Gag-Projekt. Es gab an unserer Schule einen Niederdeutsch-Kurs, an dem die drei teilgenommen haben. Und die Leute, die daran teilgenommen haben, waren halt auch nur Freaks. Moin! 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 Also ich erinnere mich, wie die ein Video gemacht haben auf irgendeinem Bauernhof in Bremen-Nord. Dann kam mit diesem bekloppten Video auf dem Trecker um die Ecke so, ne? Und da haben wir uns halt, ja, da haben wir uns schon so ein bisschen drüber beömmelt und da war keiner irgendwie mal auf die Idee gekommen, dass da was draus entsteht, so, ne? Und ja, kam es dann doch ganz anders. Als sie mal in Krogerin came, fung hier an zu vertellen, hier sieht das alles vor Beware. Und sie die Schüler waren in dieser Sache, also was diesen zweiten Leistungsnachweis anbelangt, ohnehin kreativ. Ich hatte auch vorher schon tolle Ergebnisse. Aber das Ergebnis dieser drei, das hat mich dann fast umgehauen. Und nicht nur mich, sondern auch die Schüler, weil wir das, glaube ich, gleich haben da mal vorgeführt. Und das war schon, das war eine Bombe. Die Schüler waren alle aus dem Häuschen und auch die Akteure, diese drei, die waren natürlich auch überrascht, was sie da zustande gebracht hatten. Ne? Dann wurde natürlich auch diese CD verkauft unter den Schülern. Die ging da reißend weg, denn alle wollten diese Sachen auch bei sich zu Hause haben, wollten sie auch selbst abspielen lassen. Ne? Und ich selbst habe diese CDs auch bekommen. Ohne 50 Pence in the Hoos. Yo, the 50 Pence in the Hoos. The 50, the 50, the 50 Pence in the Hoos. Also 2005 war unsere Schulzeit zu Ende, das heißt, die 50 Pence waren auch erstmal zu Ende. Wir haben dann irgendwann zusammengelebt, aber überhaupt nicht weiter Musik gemacht. Die Initialzündung als Band war dann, dass wir dachten, lass doch nochmal unter dem Namen der 50 Pence ein paar Songs einplanen. Davon an denk ich an, wenn mich während du so. Mann, warum wärst du mich auf der Welt? Du rudest auf der Linie, das ist er dann hat wie gar nichts mehr. Deine Rüfte brug ich mich, da ist er so wegen von mir und der Zeit war nicht sehr.
Das heißt, wir haben das Instrumental genommen, den Song übersetzt und dann hatten wir einen neuen Song. Wir haben gesagt, wir tun jetzt so, als seien wir eine Band, haben eine Bandpage gemacht auf MySpace, Bilder hochgeladen, haben Bandfotos gemacht und haben so 2-3 Songs reingestellt. Und dann haben Leute gedacht, es gibt eine plattdeutsche Elektro-Rap-Band. Ich weiß nicht, wer das gehört hat, aber irgendwann hat es jemand gehört, der uns mochte. Platt ist das Land, auch dünne Dicken. Platt ist das Watt, da kannst nur kicken. Platt bin ich nicht bloß, wenn ich golden Bobel smoke. Platt bin ich auch nur dem ich küssen Nebel sög. Ich hab da was ganz Cooles entdeckt bei Facebook, glaube ich. Eine Seite von einer plattdeutschen Elektro-Hip-Hop-Band. Die ist schon ziemlich sensationell, so hat man den Eindruck, wenn man das sieht. Die heißen D50-Pants. Die kannte keiner. Das klingt gut, mal junge Leute und so weiter, mal was anderes. Lass uns die mal holen. Und dann habe ich den Malte angesprochen, ich weiß nicht mehr wie, ob diese berühmte Band bereit wäre, hier zum Kirchentag in so ein kleines Kaff nach Bremen zu kommen. Und da hat Malte gesagt, wir empfehlen um Ohren oder Krivi oder um Sen Hen, ich muss mal fragen. Ein bisschen später war dann das okay da. Und so sind sie hierher gekommen und gaben ihr, wie ich später erfuhr, überhaupt allererstes öffentliches Konzert hier in der Kirche. Der Auftritt beim Kirchentag, so absurd, es war die ganze Situation war völlig absurd. Wir hatten nichts mit dem Kirchentag am Hut vorher, auch hinterher nicht. Dass uns da Leute wollten, war uns irgendwie eine Ehre. Es hat sich irgendwie alles komisch angefühlt, aber auch irgendwie schön. Wir wurden warm empfangen. Dann haben wir da, also Jakob und ich, da unseren Kram aufgebaut, so hinter und vor und neben dem Altar und so. Es gab also bestimmt 20, 30 Leute von uns aus Bremen, also Freunde von uns aus Bremen sind halt da hingekommen, weil die dachten, die Jungs treten da auf, so mit ihrer neuen Band. Und wie lustig, auf dem Kirchentag auch noch. Ja, also hier, Plattdeutsch Gesangbuch. Aus dem hier habe ich die Inspiration für Löbt gekriegt damals hier. Und ich glaube, hier war das Duster, als wir das geschrieben haben. Da war ich hiervon war ich inspiriert. Jede Sache braucht einen Gründungsmythos oder hat einen Gründungsmythos. Und zum Gründungsmythos der 50 Pants, der 50 Pants gehört, dass sie in einer Kirche angefangen haben. Sie haben mit Gott angefangen. Ihre öffentlichen Auftritte waren hier. Und das macht was mit so einer Band. Ob die das begreifen, wer versteht schon die Wege Gottes? Ja, aber es macht was mit denen. Also, die Bremen-Norder Musikszene war zu der Zeit, als wir gleichzeitig mehr oder weniger angefangen haben, unseren Kram zu machen, tatsächlich ziemlich heterogen. Es gab halt Leute, die wirklich ernsthaft unterwegs waren und ihre Musik und ihr Können irgendwie wirklich voranbringen wollten und auch sehr gut waren. Und dann gab es halt die Spacken in der Szene. Dann musst du doch was tun. Nee, mut ich nicht. Dann musst du auch mal anders tun. Nee, mut ich nicht. Dann musst du übertanken. Nee, du musst die auch mal ablenken. Nee, mut ich nicht. Dann musst du outer. Du top-tüben. Nee, mut ich nicht. Und jetzt laut. Dann musst du wer das recht bügeln. Nee, mut ich nicht. Und wir waren unglaublich scheiße und 50 Pants kam etwas später, waren ebenfalls unglaublich scheiße. Und wir haben quasi so ein bisschen diesen Gegenpol zu allen ambitionierten Künstlern, die so in unserem Umfeld irgendwie abhängen. Irgendwie haben wir damit eigentlich, wir sind nicht ernst genommen worden. Wir sind aber trotzdem die, die irgendwie am längsten dann tatsächlich da waren, aus irgendeinem Grund. Also in den ersten Jahren Bandgeschichte konnte ich kein Wort Plattdeutsch, das muss man ehrlich zugeben. Er hat das dann ganz gut gelernt. Ich habe es ganz gut gelernt dann und das macht Hoffnung auch für alle da draußen, die sagen, ich verstehe nichts. Ne? Also, und ich hatte am Anfang auch unten auf der Bühne, als wir im Tower damals in Bremen gespielt haben, so die ersten Dinger, ich hatte mir in A3 das Zeug ausgedruckt. Das stimmt, auf dem wirklich. Fußboden. Ich habe immer nach unten gerappt, weil das stand da auf dem Fußboden. Ja. Das ist.
Ja, genau, so kontemplativ, ne? Immer so nach unten. Aber wir brauchen Torbo einfach, weil er einfach ein guter Rapper ist. Und jetzt kann ich ja mein Geheimnis erzählen. Ich bin gar nicht so ein guter Rapper, aber ich kann unheimlich gut Plattdeutsch. Das heißt, da ergänzen wir uns ganz gut. Ich habe dann mit der Zeit rappen gelernt. So. Also, das hat mir Torben beigebracht wiederum. Ja. Ja, dann habe ich mir Texte ausgedruckt in Rap-Schrift. Ja, für uns Ältere ist natürlich Dialektpop immer auch Bab gewesen, wo man denkt, so Wolfgang Niedecken redet zu einem, als wäre er unser Lehrer Dr. Specht. Man war immer ganz unglücklich, wenn man damit überhaupt in Berührung kam. Und so dann natürlich auch die Vorstellung, so Orte, oh, 50 Pens, ne? Aha, was wollen uns diese jungen Referendare sagen? Aber auch da würde ich so ein bisschen davon abkommen, denn ich habe das Gefühl, bei der Band ist es halt einfach nicht ganz so ernst gemeint und es hat dadurch natürlich wieder einen anderen Charme. In den 90ern war es Ferris oder Freak Association Bremen. Und du brauchst irgendwie immer, in gewissen Abständen brauchst du irgendeine Nummer, die rausgeht, die ein bisschen bremisch ist, nämlich im ersten Moment Gaga. Was machen die? Hip-Hop auf Platt. Und dann siehst du die und bist so, oh nee, warte, ich nehme das alles zurück. Das ist A, professionell, das ist B, tight und das ist C. Und das ist es ja gewesen, neu und noch nie da gewesen. Und wir, die beste Band der Welt sehen! Das sind ja sehr verschiedene Typen, ne? Also die sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Bei also Mal zum Beispiel ist ja eher so ein eher ein Softie-Typ. Der hat früher auch in so soften Bands eher so gespielt, Klavier und so ein bisschen besinnlicher alles und sowas. Ich weiß gar nicht, wie der diesen Bruch jetzt hinbekommen hat. Das haben wir, glaube ich, auch nie drüber gesprochen oder so. Ja, Jacob ist eher immer so ein stiller Typ gewesen, der eigentlich erst so, ja, so quasi der Joey Ramone der Band, so ein bisschen schräg unterwegs, aber auch sehr ruhig und so. Aber dann irgendwie, wenn er auf der Bühne ist, dann verwandelt er sich plötzlich in so eine schillernde Blume oder sowas und ist einfach total da. Ja, und Torben ist halt einfach so ein Angeber-Macho-Typ, so, der halt ins Fitnessstudio geht und halt gut aussieht. 2010 werden die Medien erstmals auf die drei Pens aufmerksam. Die Mittagsformate von RTL, Sat.1, dem NDR und natürlich Radio Bremen verlieben sich direkt in die drollig musizierenden Enkel. Dass ein Sandkasten nicht nur die große Liebe, sondern auch Musikkarrieren hervorbringen kann, das zeigen diese drei Jungs hier. Das Trio aus Bremen-Nord rappt Hip-Hop auf Platt vom Feinsten. Und was wird aus 50 Cent hier bei uns im Norden? Die Rettung der norddeutschen Popmusik. Mein Lieblingswort auf Platt ist kommodig. Das beschreibt bequem, entspannt und das beschreibt sehr gut mein Naturell. Ja, mein Lieblingswort geht in eine ähnliche Richtung. Suche, das heißt so viel, ja auch so, ganz kommodig, ganz entspannt, würde ich sagen. Also was Suche angeht, sich keinen Stress machen, das ist auch so meine Lebensphilosophie, könnte man sagen. Mein Lieblingswort heißt Pleach und Pleach heißt schlau und clever. Und das wirkt jetzt ein bisschen hochgestochen, wenn ich mich als Pleach bezeichnen würde, aber es heißt ja auch schön. Ein glücklicher Zufall bringt die drei auf das Sofa des NDR-Moderators Jareti Barber, der es selbst zwar nicht offen zugeben würde, aber ohne dessen Hilfe sie es wohl nie in die Primetime geschafft hätten. Ich habe die 50 Pence kennengelernt und habe ich gedacht, ich bringe sie groß raus. Es gibt zum Beispiel Bands wie die 50 Pants, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Aus ja. Bremen-Fegesack. Aus Bremen-Fegesack. Ja. Aus meinem Heimatort Bremen-Fegesack. So, junge Leute, Pleatsche Kerls. Und was passiert? Sie sind groß rausgekommen. Sie sind eine Band, eine, wie ich finde, sehr innovative Band. Ich komme aus Oldenburg, ich verstehe, was Sie da rappen. Auch wenn es nicht tut, lohnt es sich zuzuhören. Hier sind Sie auf Plattdeutsch. Meine Damen und Herren, hier sind The 50 Pants. Hier sind The 50 Pants. Wir klingen das alles wie mit 20, aber eigentlich ist all upstate. So kommt, bin ich okay. Ja, wir haben auch nur gedacht, witzig, wir machen jetzt Plattdeutsch und das ist witzig. Und das versteht keiner, das ist witzig und wir sind die Bremen-Norder Band und das gibt's eigentlich gar nicht. Und ich fand es einfach nur lustig und kurios und mal gucken, was die Leute davon sagen. Und dann kam Simon dazu, genau im richtigen Zeitpunkt, wo wir gedacht haben, diese ganze Idee mit Songs übersetzen oder so halb übersetzen oder eine eigene Sache daraus machen, auf Beats, die es schon gibt,
das ist jetzt auch musikalisch nicht so befriedigend. Simon kam gerade frisch aus L.A. Der hatte dort an großen Musikproduktionen mitgearbeitet, hatte Kesha irgendwie mitgeholfen zu produzieren und Britney konnte ihn erst gar nicht leiden. Er ist ja ein Hübschen und ich fand ihn so, ich fand ihn ein bisschen zu hübsch. Aber dann dachte ich, oh Mensch, eigentlich ist er auch ein Netten. Und dann kam das so zusammen. Und einen Guten ist er auch, er ist wirklich ein guter Kerl. Und das hat uns, glaube ich, echt geholfen. Wären wir da auf so einen Arsch getroffen, dann wäre das Ding in dem Moment auch wieder auseinandergefallen. Irgendwann war es dann so, ey Simon, du hast hier ein Tonstudio. Willst du nicht mal Musik für uns machen? Willst du nicht mal den ersten echten eigenen 50-Pen-Song machen? Und damals habe ich gedacht, okay, Torben, ich tue dir einfach mal einen Gefallen, weil wir sind Homies, why not? Und dann ist The Beat entstanden, der Song mit Jared Barber. Das war der offiziell erste Song, den ich für die Jungs gemacht habe. Und dann ist Löbt entstanden und dann ist das erste Dialektro-Album entstanden, dann ist das zweite entstanden und ich habe einfach nie wieder aufgehört. Wir haben ja häufig bei Bremen 4, dass Hörer, wir haben spezielle Wunschtage, wo Hörer sagen können, dass sie dies, das, jenes hören wollen. The 50 Pence immer. Ich weiß nicht, ob es sie freut zu wissen, dass es fast immer kann Mod Löpper, aber gewünscht wurde es oft. Ja. Habt ihr Lieblingssong? Kann Mod Löpper. Wünsche ich mir immer bei Bremen 4. Also sagen wir so, wir sind kein One-Hit-Wonder. Aber wir hatten einen großen Hit, das war Löbt. Wahnsinns-Song übrigens, Löbt. Ja, das war der Durchbruch für die 50 Pence. Ne? Mein Gott, was haben wir uns gleichzeitig geschämt und gefreut. Wann ich will Erfolg, mir bin ich Insatz. 500.000 Fans, Bats. Du sagst tief, wie sehr ich knarz. Die hat überhaupt nichts zu sagen. Worum will er den ihn checken? Muss die morgen wirklich to lägen? Kann Mut Löbt. Wie der Song so zustande gekommen ist, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe mich ins Studio gesetzt, habe ein bisschen Akkordeon gespielt und zu der Zeit war ja Dubstep mega in. Dann habe ich gedacht, jetzt muss man noch Platzstep machen, ist ja logisch. Uns war aber nicht so klar, dass der jetzt so erfolgreich würde, wie er dann letztendlich geworden ist. Wir hatten einfach nur irgendwie einen guten Song gemacht, der ganz gut funktioniert hat. Und dann habe ich erfahren, dass der Bundesvision Song Contest wieder vor der Tür steht und habe auch über ein, zwei Kontakte erfahren, wen ich da anschreiben muss. Und habe den Song da einfach hingeschickt, jetzt ohne viel Tamtam. Und in der Zeit, dann musste ich glaube ich bestimmt 2-3 Monate auf eine Antwort warten. In der Zeit haben wir dann, habe ich einen von Revolver kennengelernt, den Chris. Und habe ihm erzählt, ja, wir haben unseren Song jetzt eingereicht für den Bundesvision Song Contest, wir wollen für Bremen antreten. Und dann hat Chris mich so angeguckt, Simon, ich habe leider schlechte Nachrichten. Wir haben auch eingereicht. Wir wollen auch für Bremen antreten. Die 50 Pins sind die Vertreter für Bremen. Long story short, Revolverheld musste ein Jahr warten. Und auf einmal sind die kleinen 50 Pins auf dem Weg zum großen Bundesvision Song Contest. Plötzlich sollen sie vor einem Millionenpublikum spielen. Auf Plattdeutsch. Wissen die Menschen da draußen eigentlich, was das ist? Weniger als 3% der Deutschen sprechen noch Plattdeutsch. Eine ganze Sprache stirbt aus. Doch in anderen Ländern ist die Lage noch schlimmer. Die meisten Spanier, Südkoreaner und Mexikaner wissen nicht mal mehr, was Plattdeutsch überhaupt ist. Plattdeutsch? Keine Ahnung. I don't know. Typische plattdeutsche Sprichwörter werden nur noch so dahingesagt. Warte, hatte du da? Ich habe ein Problem mit mir in Graz. Jared Ibaba, wie ist die Lage in Kenia? In Kenia, dort gibt es Leute, die schnackt sogar Plattdeutsch. Kann Mord Löbt. Immerhin. Und wie sieht es in Berlin aus? In Berlin schnacken nicht viele platt. Platt retten, das geht nur mit 50 Pence. Das ist das Allerbeste für das Plattdeutsche, da das so ein Jungs gibt als der 50 Pence. Das wird losgehen, das wird rocken, das wird rummeln und krachen. Kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt,
sein. Plattdeutsch ist auf jeden Fall eine super Geheimsprache. Ich habe gehört, das kommt von den Agenten. Die haben das erfunden. Scheiß auf 50 Cent, für 50 Pence, Leute. Wir brauchen Agenten, Alter. Also für mich sind die 50 Pence ja der plattdeutsche arabische Frühling. Aber wie soll man mit norddeutscher Nischenmusik auf der großen Bühne der Mannheimer SAP Arena gegen ernsthafte Musiker wie Max Herre, Bosse oder MC Fitti bestehen? Größer als die Bühne war eigentlich nur die Chancenlosigkeit einer Band ohne Plattenvertrag, Label und Budget. Wir haben uns lange Gedanken gemacht über den Bufisoko, weil da hast du ja genau 3 Minuten, vielleicht 3 Minuten 20, um ganz Deutschland irgendwie zu erklären, wer du bist. Dann haben wir uns überlegt, wie kann man erstmal klar machen, dass du aus dem Norden kommst. Und dann haben wir diese Friesenerze, die wir eh oft dabei hatten, haben wir gesagt, gut, Friesenerze sind schon mal gesetzt. Dann muss aber auch klar sein, dass diese Sprache, dass das nicht irgendwie, dass wir nicht komisch klingen oder dass das nicht irgendwie, das muss irgendwie klar sein, dass es eine alte Sprache ist. Und dann haben wir uns überlegt, dann setzen wir doch unsere Omas auf diese Bühne. Jetzt gibt es das Problem, dieses Event war in Süddeutschland irgendwo spät abends und unsere Omas lieben uns sehr, mögen auch unsere Musik. Aber die wollten ja nicht auf diese Bühne, ist ja auch klar. Und dann haben wir uns halt Omas gecastet damals. Aber es war auch noch wichtig, dass wir da nicht so rüberkommen, als wenn wir das sonderlich ernst meinen. Deswegen haben wir noch unseren guten Freund Pelzi, haben wir noch an die Tuba gestellt. Ich war irgendwie dabei und dann hieß es so, du musst irgendwie mit auf die Bühne. Und dann, du bist doch der Bayer bei uns, zieh deine Lederhosen an, nimm eine Tuba mit. Und plötzlich stand ich da vor zigtausend Leuten in dieser Arena in Mannheim und vor ein paar hunderttausend vom Fernseher. Das war auch, ja, irgendwie auch so ein Moment, wo ich dachte, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Ich glaube, was auch geholfen hat, damals hat der Radiosender das Ganze gesponsert hat uns, ich glaube, 30 Bremer in so einem Bus, also man konnte das gewinnen, wir haben noch ein paar Freunde im Bus gehabt und so. Und da war das so ein Bus, der fuhr in Bremen los und bis du von Bremen in Mannheim bist, das dauert ja 6-7 Stunden. Es gab halt aber eine Bar im Bus. Dieser Duo-Dings da, Song Contest da, das war schon denkwürdig, weil das war echt ganz schön abgedreht. So, ne? Also sag mal, so ein Haufen von 50 total besoffenen Bremern irgendwie kaum noch unter Kontrolle zu halten von den Ordnern, dass sie nicht auf die Bühne springen. Das war schon, also das war einfach so ein, ja, also für mich so ein Landmark irgendwo, wo ich so gedacht habe, ja, das ist schon was anderes, als in der Aula zu stehen und vor 500 kreischenden Jugendlichen zu spielen. So, ne? So, das war, ja. Aber ob das jetzt wirklich so geil war, weiß ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr. Ich war unglaublich stolz mit den Jungs am nächsten Tag, als wir irgendwie Platz 7, das war super. Ich meine, alle vorne hatten Plattenfirmen und die hatten Geld. Und wir haben Kredit aufgenommen, um da irgendwie runterzufahren. Ne? Dass wir da oben mitspielen durften, war einmal, das weiß ich, da. Ja, da denke ich echt gern noch dran zurück. Wir haben uns immer so angeguckt, haben uns so den Kopf geschüttelt, weil es gibt wenige Momente im Leben, wo du es nicht glauben kannst. Das meiste im Leben kannst du schon glauben. So. Aber in dem Moment haben wir halt gedacht, das ist wirklich nicht auszuhalten. Was passiert jetzt denn gerade? Und ja. Und ich muss sagen, der Abend in Mannheim beim Bundesvision Song Contest, die Aftershow-Party Platz 7, ist bislang immer noch eine der besten Nächte meines Lebens. So, das war einfach legendär. Der Bundesvision Song Contest war ein einschneidendes Erlebnis, weil es uns wirklich, das hat dann plötzlich, war die Motivation, hey, wenn wir jetzt die Chance haben, da im Fernsehen das, was wir tun, vielen Leuten zu präsentieren, könnten wir ja auch ein Album haben, dann könnten wir auch noch ein Musikvideo haben und dann könnten wir vielleicht auch ein Booking haben, was das Ganze so ein bisschen größer macht. In der Tooth, Moin, lieber los, who's täglich Brot, dummer Krot, Öland, Dot, und ist lang geil, Ruhe, Böder, Buden, ob es Rohr, Plamaschine, aber Ross, bin schon die Laserplot. Dancen, das Guide, im Leben und do, fixer Anloch, ob Bock, kribbel wie in die Fodin, alles eben, wackel, das ein 50 Boot, weil er ist Brot, da der Rappen mit Brot, Jöken, Pin, Piedel, Moss oder Puss, ich vernögt ihn, Leben und Lefinsus im Bruce. Geile Index auf dem Plattdeutschen Beat. Gangster, Rips, darf nicht gut, hört der Kids aus dem Ski. Bin noch lang nicht, was mal für Tüdel, war nur Grot, Herwigs, das Wasser voll, langsam komisch, in Notfix, noch zwei Lines spin. Und der Münne, Crew, Pelzi, Pelz, wo geil, Nummer, Bruder, was gut. Grüß die Elektro. Vier Dialektro, dann zu Dialektro, dann zieh mit Dialektro.
die Entwicklung so nachläuft, war für mich schon sehr, sehr deutlich zu spüren. Also als ich bei den ersten Konzerten war, wo ich dann noch nicht auf der Bühne war, haben die Jungs halt wirklich irgendwie ihre verrückten Sachen angezogen und sind ein bisschen rumgehüpft. Und über die Jahre, das ist echt krass, wurde es echt professionell. Intro, Welle, Trommel, da hätte ich gerne alles dunkel, wenn das geht. Und das erst bei dem wenn Maldi auf die Bühne kommt, dass wir da hochgehen. 9 Komfort, solange er nach Kenig noch weht. Geboten wie Friesen und Bruder und Brief. Die Tor sind verborgen in Susan der Brust. Aber Brigitte Friesen noch Hühle noch. Was ich aber auch so schön daran finde, ist so, dass wir halt alles, was wir verdienen mit The 50 Pence, in The 50 Pence stecken. So, das ist der Luxus, wenn man auch noch einen anderen Job hat. Also wir haben faktisch mit der ganzen Geschichte 15 Jahre 50 Pence, wir haben letztlich keinen Cent damit verdient. Die paar Einnahmen, die wir gemacht haben, die haben das immer finanziert, die haben die Reisen finanziert, die Hotelzimmer, die wir gebucht haben. Wir haben dann gedacht, ja, wenn wir das schon machen, dann müssen wir auch nicht sparen. Das ist immer wie so ein bisschen wie ein Urlaub fahren. Wir haben mit Einnahmen, die wir machen, können wir Musikvideos drehen, was uns auch wichtig war, dass nicht immer nur alles, ja, wir sind eine Hobbyband und wir haben kein Geld und kannst du für umsonst machen, sondern dass man auch vernünftig mit Leuten arbeiten kann. Das war dann irgendwie das Ziel und also letztlich ist halt nichts übergeblieben. Und was auch dem Ganzen geholfen hat, dass wir irgendwelche Leute dafür begeistern konnten, uns zu sponsern. Da fällt mir jetzt ein, Bünding Tee, Fritz Cola zum Beispiel. Die fanden das irgendwie cool, die mochten das und die waren bereit, dann auch mal einen Tausi zu geben, den wir dann jemandem anders geben konnten und neue Kunst machen konnten. Werbung finden wir schrecklich. Buh! Und Sellout ist das Ende der Kunst. Wir sind der 50 Pence und unkäuflich. Seit 1806. Also ich würde sagen, dass The 50 Pence eine Unangepasstheit auf jeden Fall auszeichnet. Das ist irgendwie was vollkommen Eigenes. Ich habe sie damals kennengelernt mit dem Album Dialektro, was ja auf jeden Fall komplett anders war als alles, was man irgendwie so sonst aus dem Bereich Hip-Hop oder Elektro kannte. Es war eine sehr schöne Verschmelzung und dann dazu noch das Plattdeutsche und ja, das war einfach, hat perfekt gepasst. Wir suchen bei Fritz und den Fritz-Tönen gerade immer irgendwie so das Nischige, das Besondere und das strahlende 50 Pence einfach 100% damit aus. Der Shanti, 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 der Shanti. Malde cool morgens früh, abends essen Ulja. Wenn du sabbelst, holpelte den Mulblock. MDMA, AKA, Tortütata. DLTigen, Demi-Löpp. Du bist ein Snitch. J-Dachen, Emma Smögen. Ich bin rich. Du musst ihm Bonches jüngen. Hier Hessen, Pantbuddel und du ruht mein Hus, Bro. Du kriegst gar nix Bagen, erst ein schlechte Hus, Bro. Es ist auch immer in den letzten Jahren ab und zu mal schwierig gewesen, die Jungs von Dingen zu überzeugen, wo sie einfach gesagt haben, nee, das wollen wir nicht, wir wollen lieber die und die Band im Vorprogramm haben. Die zieht vielleicht nicht so viele Leute wie eine andere Band, aber die finden wir besser und das sind Kumpels von uns. Wir haben immer genossen, Leute mitzunehmen, Leuten zu zeigen, was wir da so tun. Diese ganze Action, die man erlebt, wenn man Konzerte aufbaut und dann irgendwo hinfährt und dann ja, vieles auch warten, rumstehen und so weiter. Und das macht halt am meisten Spaß mit Freunden. Man kann aber diese Privilegien, die man als Künstler hat, natürlich auch teilen. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und mittlerweile, wenn wir irgendwo auftauchen, sind es 11 Leute, ne? Mit Licht und mit Ton und mit Keyboard und Drums und Backup und was weiß ich. Wenn man so aufbricht zum Konzert, das ist nicht so, dass wir dann sagen, oh geil, heute Abend spiele ich ein Konzert. Das macht natürlich Spaß, aber eigentlich ist es so, geil, endlich wieder Klassenfahrt. Und ich glaube, das ist das, was das sozusagen ausmacht. Und es ist wirklich sehr so, das sind ja wir mit 10 erwachsenen Menschen unterwegs, bis zu dem Punkt, wo alle dann in den Bus steigen und dann ist... Dann ist Kindergarten. So, das ist wirklich das beeindruckend, das ist wirklich toll zu sehen. Manchmal anstrengend, aber das ist wirklich mal großen Spaß. Aber ich bin bloß ein von der 50, ein von der 50, ein von der 50 Pants. Ein von der 50, ein von der 50, ein von der 50 Pants. Ich aggressiv vor Kasper.
Band hat sich tatsächlich entwickelt, hat sich aufgemacht für neue Leute. Also wir waren ja auch ein paar Bremen-Norder immer mal wieder mit eingebunden in die Band, in irgendwelche Videodrehs oder mit auf der Bühne stehen. Der VfB Pants ist ja so, es ist ja so ein bisschen wie, wir machen Urlaub und sind Rockstars. Also das, ich bin jetzt in Hamburg und da erkennt mich ja keiner, aber jetzt, ich bin jetzt hier unterwegs, hab so ein Ding an und plötzlich gucken alle und man muss Autogramme geben. Also es ist wie in Urlaub fahren und mal ein Wochenende Rockstar sein. Das ist, das wird einem schon abgehen, auf jeden Fall. Das Ding mit Freundschaften aus der Schulzeit ist ja, dass wenn man keinen Grund hat, sich zu sehen oder wenn die Logistik irgendwie auch nicht so gut hinhaut, dass man an verschiedenen Orten lebt, dann ist es immer eher schwierig. Man muss sich halt was vornehmen. Und dadurch, dass wir halt diese Band hatten, haben Jakob, Torben und ich uns einfach wahnsinnig häufig gesehen, in tollen Situationen. Und auch die Leute, die dann mit uns auf Tour gekommen sind, Tide, Pelzi, Slami, Tjalf und so weiter, das sind dann die Leute, mit denen musste man sich sonst verabreden. Und so war einfach klar, an dem und dem Tag ist Konzert und dann sehen wir uns halt beim Konzert und dann ist auch alles gut. Und so sieht man sich dann halt geregelt. Wir wissen ja an sich, dass unsere Reichweite begrenzt ist. Also wir sind vielleicht eine große Band für Deutschland, aber wir sind eine kleine Band auf der Welt und auch schon innerhalb von Deutschland. Und, ja. Wir haben natürlich überall, wo wir hingekommen sind, hatten wir eine Repräsentantenrolle. So. Und das hat fast politische Dimensionen, zumindest sprachpolitische Dimensionen angenommen. Wenn wir irgendwo sind, sind wir dann auch Repräsentanten von Norddeutschland, von dieser Sprachkultur, von Kultur an sich. Und das macht es manchmal auch kompliziert. So, also da muss man halt was repräsentieren, was man ja auch nicht zu 100% verkörpern kann. Ist ja schön hier und wir kommen gerne von hier, aber wir stehen ja nicht für all das, wofür Norddeutschland steht. Wir stehen für unsere Musik, wir stehen für unseren Quatsch, wir stehen ein bisschen für die Sprache. Aber wir haben uns immer irgendwie dagegen gewehrt, dass wir irgendwie was verkörpern, was die Leute da reinprojizieren. Und wir retten nichts und wir repräsentieren nichts. Wir können uns alle mal. Wir rappen, aber du kommst aber halt daher, wo du herkommst. Da kannst du nichts machen. Also wir kommen halt von irgendwo. Und, aber wir sind ja nicht stolz drauf. Wir hatten halt Glück. Komm mal aus Bremen-Nord. Hier ist das Balken duster, bar nicht die sich bieten, dockig. Hier ist das Leben themlich sinnig und du siehst dir sündig. Hier ist der Heben, Kries und Grau, die Lüa von der Norsicht. Hier sind wir nicht einfach bloß schlau, hier sind wir Pitchverdammt. Für uns war Plattdeutsch immer klar. Es konnte nicht anders sein. Als wir damals angefangen haben, konnte ich eigentlich nicht so gut Plattdeutsch. Also kaum ein paar Sätze, aber ich glaube aus diesem Ehrgeiz heraus, dass man mit dieser Sprache was schafft, was halt auch wirklich, was nicht nur Sprachwissenschaftler können, sondern was auch irgendwie klingt. Wie echter Rap, wie echte Musik. Das war so ein bisschen die Motivation dahinter. Wir haben nie einen Bildungsplan vom Ministerium in der Tasche gehabt. Fragen Sie mal einen amerikanischen Rapper, ob er die Sprache befördern will. Das ist doch grober Unfug. Der will seinen Lebensausdruck zeigen. Der will, ne, darum geht's und nicht um Sprache retten oder so. Natürlich muss ich dafür, um meine Lebenseinstellung zu transportieren, muss ich eine bestimmte Sprache beherrschen und die bedienen. Klar. Und wenn hier für diese Jungs das Plattdeutsche dazugehört, ist es umso besser. Es ist schön, es ist gut. Wir leben eben in einem Land, in dem mehr als eine Sprache vorhanden ist. Und das ist doch ein Mehrwert, das ist doch gut. Wo ist das Problem? Also insofern kann es überhaupt nicht darum gehen, jetzt sich für das Plattdeutsche einzusetzen. Aber wenn das Plattdeutsche das hergibt, wenn dieses Lebensgefühl auszudrücken, wunderbar. Also für mich ist die VfB Pants die Möglichkeit, also für jeden eigentlich zu sehen und nachzuvollziehen, dass man
eigentlich aus nichts oder aus einer Sache, die es eigentlich gar nicht gibt oder die tot ist, dass man doch eigentlich aus jedem Rest, der irgendwo vorhanden ist, irgendwie was Neues entstehen lassen kann. Ne? Also das hätte vor 15 Jahren nie irgendjemand gedacht, dass es möglich gewesen wäre, so ein verstaubtes Teil aus dem Keller zu holen. Aber das, was am Ende auf der Bühne steht und mit neuem Leben erfüllt ist und die Leute begeistert, das ist einfach was, was ich für genial finde. Nee, ist das Wetter so wie dem den Bricks zu flippen. Und volle Bulls Ritz im Kim. Doch erst Tag wie ein Trip von Amsterdam nur leer. Sortiert in Panama PP. Gönn. Lecker, erstmal gönn. Mit den Frönen, lecker, einfach gönn. Nur den Plön, lecker, erstmal gönn. Lecker, egge mir, du gönn. Das Motto der 50 Pence war seit Tag 1. Lebe jeden Tag, als wäre dein letzter als plattdeutscher Rapper. Alles mitnehmen, alles rausholen. Denn schon morgen könnte die plattdeutsche Bubble platzen. Und das lebte die Band vor. Ob auf einer vom Kultusministerium geförderten Schultournee, dem Grand Prix für Minderheitensprachen in den Niederlanden oder beim Videodreh für die erfolglose Wiederbelebung des Klassikers an der Nordseeküste mit Klaus und Klaus. Moin. Damals so lang her, dat kein Aid noch weht. Da morgen wie Friesen an Wodder und Spray. Die Jorn sind vergorn in Sus und im Brus. Aber breit seht de Friesen noch kühne noch gut. No Flow kümmt die App und no App kümmt die Flow. Die Dicken, se holt dem mal schlecht und mal gut. Die Dünen, sie wandern an Strand hin und her. Von Grönland nach Flandern, jedenfalls ungefähr. Plattdütschen Strand sind die Fische im Ruder und Zellnerland. An der Nordseeküste am Plattdütschen Strand sind die Fische im Ruder und Zellnerland. Das Absurdeste war, in Japan zu spielen vor irgendwie 200 Japanern, die gesessen haben und so mitgeklatscht haben und sich wirklich gedacht haben, was habt ihr uns da geschickt? Spielt ihr eigentlich? Wir wurden eingeladen von der Präfektur Fukushima, was gleichbedeutend ist mit so einem Bundesland hier. Und wie so Partnerstädte, wie es sowas gibt, gibt es auch Partnerregionen. Und das ist eben Fukushima und Niedersachsen sind Partnerregionen. Und so sind wir nach Japan gefahren, gemeinsam mit einer Ammerländer Volkstanzgruppe und haben wahnsinnig anstrengende und kuriose Tage in Japan erlebt. Oh, Elektro-Hip-Hop-Gruppe. オルフィフティグペンスドイツからお越しいただきました皆さんでようこそ Im Bereich Preise sind wir, glaube ich, auch wenn wir als Band aufgehört haben, noch nicht am Ende. Also ich denke, dass da noch ein paar Preise kommen werden. Wir haben aber Preise schon gewonnen. Wir haben den Heinrich-Schmidt-Barien-Preis gewonnen. Das ist ein Preis, der, glaube ich, für die Leistung um die plattdeutsche Sprache verliehen wird von einem Bremer Verein. Da hatten wir einen sehr schönen Nachmittag mit einem schönen Konzert. Waren wir geehrt. Und der zweite Preis, den wir gewonnen haben, war der Hans. Das ist ein Hamburger Musikpreis und das steht bei Wikipedia, dass wir den gewonnen haben. Sind einfach dein Dörrig, geirat los an Nostadik. Use fahren, sind an Wutscheln, dass der anderen Bammel kriegt. Ich hab als kleiner Saarländer, als Werder Bremen-Fan, echt immer gelitten. Und Plattdütsch habe ich immer ein bisschen mitleiden müssen. Mein Vater konnte es. Ich habe ein bisschen gelernt. Aber Grünen wird es uns verein. Digga, das kann ich auswendig. Immer wenn wir einen neuen Song gemacht haben, dann gab es immer einen Grund dafür. Bremen hat nun mal Werder und Werder ist sehr wichtig für Bremen, aber auch für die ganze Region. Und deswegen war es irgendwann auch klar, dass wir einen Werder-Song machen. Liebe Werder-Fans, wie dann ganz absonderlich Nordderby gegen den HSV ist, haben wir auch ganz absonderlich Musikwunsch. Wir wünschen uns Grün und Witt von der 50 Pants. Ich will die nicht was anders sehen, als ein Bremer Schung allein. Du und ich, wir sind Werder-Bremen, Grün und Witt, da ist uns verein. Und ich will die nicht was anders sehen, als ein Bremer Schung allein. Wie man
Werder der Schal. Otto Münz mal den Lüttenpokal. Sie paar George immer so op und all. Der man tot Jungs und mockt da normal. Wie will Werder der Schal in der Hand? Deutsche Mixer kommt vom Werser Strand. Denn Bios ja da schubbelte Wand. Wir sind Bremen und wir sind Plattischland. Alto Sumse, wir Werder Bremen. Wie will gar nix anders wehen? Aste Jungs von Us Verein. Aste Bremer Jungs allein. Wie Glück bloß an Binden, Lufer. Wie sind nicht bloß auf dem Sofa. Wie kommt Hento jedes Spiel? Hüm dein Loot halt so krokel. Ich würde sagen, in der zweiten Hälfte haben wir nochmal richtig Gas gegeben. Nee, kleiner Spaß. Ich fühle mich gerade wie ein Fußballer nach 90 Minuten 15 Kilometer über den Fußballplatz laufen. Warum möchtest du aufhören? Warum ich aufhören möchte? Ja, aber also, Moritz, wir haben das doch besprochen. Ja, jetzt will ich gerade eigentlich gar nicht aufhören. Ich will eigentlich weitermachen, jeden Abend jetzt, nur noch sowas. Und dann tot umfallen, so in drei Konzerten. Die Reise von The 50 Pence, die Mission, die Klassenfahrt oder was auch immer das eigentlich war. Sie geht hier zu Ende. Vorerst. Die plattdeutsche Sprache lebt noch oder wieder. Wegen The 50 Pence oder trotz. Nach über 100 Konzerten, 1000 verkauften Platten, Millionen Klicks, aber vor allem nach der Erfindung des plattdeutschen Raps. Als klar war, dass wir einfach aufhören würden, dann wollten wir eben auch wirklich was Besonderes schaffen und ein großes Abschiedskonzert geben. Und dazu musste der Laden ein bisschen größer sein und da gibt es in Bremen nun mal das Pier 2. Und als wir das erste Mal zur Vorbereitung in diesen Laden gegangen sind und die Größe gesehen haben vom Pier 2, dann waren wir so ein bisschen eingeschüchtert, ob wir das denn schaffen würden, den vollzukriegen. Und umso schöner, dass es am Ende geklappt hat und so bumsvoll war. Super. Eine super Entscheidung, finde ich, im Nachhinein betrachtet, zu sagen, wir hören jetzt auf, packen ein, brechen die Zelte ab. Man nutzt diesen Schwung, diesen Berg, auf dem man gerade steht, um oben zu stehen und zu sagen so, bye bye, schöne Zeit, sind wir mal weg. Ich finde es eigentlich schade, dass sie aufhören. Andererseits, wo willst du noch hin, wenn du schon over the top bist? Ich glaube, man hat uns immer angemerkt, dass es echt war. So. Und das haben wir uns bis zum Schluss bewahrt und die Leute haben dafür ein feines Gespür. So. Deswegen ist es auch gut, dass wir irgendwann gesagt haben, so bis hierhin und jetzt machen wir eine Zäsur, jetzt ist erstmal Schluss. Man kann sich nicht ewig ehrlich anlachen und anstrahlen. Und deswegen war es gut. Wir haben uns angeguckt und gesagt, nee, es ist okay. So. Wir haben es bis hier gemacht und bis hier war es echt. Und danke für alles. Ich finde es schade, ne? Ganz ehrlich. Ich verstehe zwar kein Wort, was sie singen, aber irgendwie ist die Musik ganz lustig und von daher natürlich, als Lokalpatriot ist es natürlich traurig, wenn immer eine Bremer Band aufhört. Ja, also wenn die Pants jetzt wirklich einen Strich unter die Sache machen, dann wird natürlich Minimum werden ein paar geile Partys fehlen im Norden, so, ne? Das ist schon mal klar. Dann muss man mal sehen, die werden doch nicht aufhören, irgendwie jetzt Texte zu machen oder auch irgendwie am Schifferklavier rumzudrücken, glaube ich nicht. Ich sag mal so, wir machen jetzt erstmal Fofftime. Ja. Was in 10 Jahren ist, das kann keiner sagen. Ja. Oder in einem Jahr. Genau, aber, das kann keiner sagen. Aber ich sag mal so, wenn Tjalf uns jetzt irgendwohin einladen würde und würde sagen, könnt ihr nicht an dem und dem Tag auf eine große Bühne mit mir kommen, dann fällt uns bestimmt ein guter Grund ein, warum wir da nicht können. Was ich mitnehme aus den Jahren, ist einfach tatsächlich das, was ich genau ist die... ist der Gedanke, dass man sich nicht alles mit Geld kaufen kann. So, manche Sachen sind viel wertvoller als das. Und die Zeit mit den Jungs und auf Tour zu gehen, wir haben das immer Klassenfahrt genannt, und vor Leuten zu stehen, ist was einfach das Tollste ist, was ich irgendwie in den letzten Jahren erlebt habe. Ja, wir hören ja durchaus oft, ja, danke, dass ihr das macht und danke, dass ihr hierher kommt, danke, dass ihr da herkommt. Und da will ich einfach noch dazu sagen, doch nicht für. Böde, 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 don't go, doch nicht für. Ach, das wär doch gar nix. Ich ja, I go, mein Schuh. Wie mag dort eben Morphix? Wir sind doch noch in Zwung. Bruchschack, kein Dank auf Sägen. Wie mag dat Ghetto recht? Ach, das ist ja gar nix, Ding. Das hab wie doch als Säge. Wie sech der Opa Kasto? Wie sech der Höckermann Joe? Wie sech der Kavenzmann Joe? Wenn ihr sech war, den sech wie den Mann Joe. Apropos Möw. Sech mal Möw wie noch ein, sech mal Treck wie noch ein, als das Kano seh. Wie noch löd als Kylie, die Glüsen sind Teller. Wenn ihr Mutter kann ich dann noch wer am Ostella. Du sech fehlen, Dango, wie sech doch nicht für. Ach, ich bin die Baby, Baby doch nicht für. Wie sech bin.
war da nicht für. Nee, das war ich nicht. Naja, mach ja nix. Ist auch Shidi Gold, ich bleib easy. Groggen, Ruhl und top wie Sisi. Hab immer noch ein wie Fips auf Lager. Kipp, Küm, Schwipp, Schwager. Hip, Hop, Plop, Flans. Ex, Bags, 50 Pants. Weiß Bescheid, ne, kannst mal sehen. Ein kann man ja mal nochmal nehmen. Hoch damit auf gute Zeiten. Weg damit, solange sie bleiben. Life is life, so wie bei Opus. Yeah! Du sagst fehl, doch nicht für Baby, doch für nicht und wenn doch sech mi orbers auch wofür. Bitch, das kann doch mal passieren, das ist ja nun nicht so malheur. Komm, wie nehmt die nächste Fähr und seid die ganze Seehändür. Hol die Goldfass und dann kick mal da ist am rum doch nicht für. Wenn wir erstmal da sind, geil wie nicht mehr weg. Mal wenn wir bei weg sind, dann geil die das schlecht. Ich pack mir ne Jungs und dann geil wie auf Tür. Ich pack dir ne Jungs und dann geil hat nach für. Du fort, ich sag dank auch vor, das ist Johann. Je hebt uns zu dem, mag dir wieder noch bohren. Noch fort, dein Backofen, mag auch nicht mehr morgen. Du tot, auch gibt kein Idee da noch vor. Du sagst viel Dango, wie sich da nicht wird. Ach, ich bin die Baby, Baby, da nicht wird. Nicht für du sagst vielen Dank und geh nicht.